Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Pronomen Sie, Ihr und Es an. Sie sagt Es Ihr. Er sagt Es zu Ihr. Sie glaubt es Ihr nicht. Er fragt sie nach ihr. Sie bittet sie um Hilfe. Er beendet sie oder es. Und noch einmal. Sie sagt es ihr. Sie sagt es zu ihr. Sie glaubt es ihr nicht. Er fragt sie nach ihr. Sie bittet sie um Hilfe. Er beendet sie oder er beendet es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Präsens der Verben sein, haben und werden an. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Und noch einmal. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, oben seht ihr die Wörter, die wir unten einsetzen. Sie sitzen im Café und trinken einen Kaffee.
An einem Tisch. Am Fenster. Und noch einmal. Sie sitzen im Café und trinken einen Kaffee. An einem Tisch. Am Fenster. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Die Pronomen setzen wir ein. Hast du mir zugehört? Zuhören plus Dativ. Hast du mich gehört? Hören plus Akkusativ. Das gehört mir. Dativ. Sie sah ihn im Wohnzimmer, als er ihr zusah, wie sie ins Wohnzimmer kam. Und noch einmal. Hast du mir zugehört? Hast du mich gehört? Das gehört mir. Und? Sie sah ihn im Wohnzimmer, als er ihr zusah, wie sie ins Wohnzimmer kam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen ein. Wir achten auf den Kasus. Er bereitet es bei ihr zu. Erkennst du ihn? Erklärt sie es ihnen? Er hat ihr zugehört. Sie drohen ihm mehrmals. Wo hast du ihn getroffen? Sie folgten ihnen lange. Und noch einmal. Er bereitete es bei ihr zu. Erkennst du ihn? Erklärt sie es ihnen? Er hat ihr zugehört. Sie drohen ihm mehrmals. Wo hast du ihn getroffen? Sie folgten ihnen lange. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, hier vergleichen wir jeder Singular und alle Plural mit dem bestimmten Artikel. Der, den, dem, des. Jeder, jeden, jedem, jedes. Plural, die, die, den, der, alle, alle, allen, aller. Jeder kommt immer im Singular vor, alle im Plural. Und noch einmal, der, jeder, den, jeden, dem, jedem, des, jedes, die, alle, die, alle, den, allen, der, aller. Die Endungen sind jeweils gleich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Wechselpräpositionen wo und das Wort dieser. Wo in dieser Stadt. Wo in dieser Gegend. Wo in diesem Land. Wo an diesem Ort? Wo in dieser Lage? Wo in dieser Region? Wo auf diesem Weg? Und noch einmal, wo in dieser Stadt, in dieser Gegend, in diesem Land, an diesem Ort, in dieser Lage, in dieser Region, auf diesem Weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Setzen wir ein. Präpositionen und Artikel. Ich gehe heute nicht an oder in die Uni, sondern gehe lieber zum Schwimmen. An den See. Ich fahre nicht mit dem Zug, zur Uni. Um dort zu lernen. Ich möchte mich dort
in die Sonne setzen. Und noch einmal. Ich gehe heute nicht an oder in die Uni, sondern gehe lieber zum Schwimmen an den See. Ich fahre nicht mit dem Zug zur Uni, um dort zu lernen. Ich möchte mich dort in die Sonne setzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Verben und Präpositionen. Wir bilden die Frage aus wo plus Präposition. Wobei stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hat er es erfahren? Wovor fürchtest du dich? Woran erinnerst du dich? Worüber lachst du? Und noch einmal. Wobei stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hat er es erfahren? Wovor fürchtest du dich? Woran erinnerst du dich? Worüber lachst du? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. In diesem Video setzen wir ein in plus die Artikel dem, der oder den. Wo? In der U-Bahn, feminin. Wo? Im Taxi, neutrum. Wo? Im Flugzeug, neutrum. Wo im Auto, neutrum. Wo im Tuk-Tuk, neutrum. Wo in der Straßenbahn, feminin. Wo im Zug, maskulin. Und noch einmal. Wo? In der U-Bahn, im Taxi, im Flugzeug, im Auto, im Tuk-Tuk, in der Straßenbahn, im Zug.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen. Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel wohin? An. Dabei achten wir auf die Präposition. Ins Wegen Gebirge. Ins, Genitiv. Vor in den Streit. Osten des Landes. Dativ. In An den Rand Auto. Europas. Oder in seinem Auto. Sein Akkusativ, seinem Dativ. An hinter den, der oder in hinter den die Baustelle. Oder zum See. Hinter der Dativ, hinter die Akkusativ. An ins die, Haus in die oder im oder Haus. Zur See. Ins Haus, Akkusativ. Im Haus, Dativ. Zu nach seiner Mutter. Rechts. Dativ. In diesen Stadtteil. Und noch einmal. Wohin? Ins Gebirge. In den Osten des Landes. An den Rand Europas. An den, in den oder zum See. An die, in die oder zur See. Nach rechts. In diesen Stadtteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Artikel ein. Dabei achten wir auf die Präpositionen. Bis nach Hause. Dativ. Angesichts der Tat. Genitiv. Innerhalb eines Tages. Genitiv. Durch den starken Regen, Akkusativ. Aufgrund der Diskussion, Genitiv. Von meinem Onkel, Dativ. Mit dem neuen Roller, Dativ. Und noch einmal, bis nach Hause, Dativ, angesichts der Tat, Genitiv, innerhalb eines Tages, Genitiv, durch den starken Regen, Akkusativ, aufgrund der Diskussion, Genitiv, von meinem Onkel, Dativ, mit dem neuen Roller, Dativ.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Verben mit Umlaut im Präsens. Fressen. Er frisst. Brechen. Er bricht. Halten. Er hält. Sprechen, sie spricht. Fangen, sie fängt. Werfen, sie wirft. Lassen, es lässt. Und noch einmal. Fressen, er frisst. Brechen, er bricht. Halten, er hält. Sprechen, sie spricht. Fangen, sie fängt. Werfen, sie wirft. Lassen, es lässt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen ein. Wir achten auf den Kasus. Was wünscht er sich von ihm? Sie glaubt es ihr nicht. Wo bist du ihm begegnet? Er stimmt ihr zu. Besuchst du mich mal? Er vergisst es bei ihr. Ich gebe es dir zurück. Und noch einmal. Was wünscht er sich von ihm? Sie glaubt es ihr nicht. Wo bist du ihm begegnet? Er stimmt ihr zu. Besuchst du mich mal? Er vergisst es bei ihr. Ich gebe es dir zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.